Also mir persönlich helfen die digitalen Medien, Lehrveranstaltungen abwechslungsreich und ich denke auch anschaulicher zu gestalten. Oh, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also zum einen natürlich inhaltsgetrieben, das heißt, mit der Digitalisierung der Arbeitswelt ist es wichtig, auch mit diesen digitalen Tools in Berührung zu kommen, die später im Arbeitsumfeld eine Rolle spielen. Und ein weiteres Ziel ist natürlich auch, die Studierenden alle involvieren zu können, zum Beispiel beim Live-Feedback, bei Rückfragen, ob ein, zwei Studenten die Wiederholungsfragen beantworten oder tatsächlich alle dabei sind, ist ein Riesenunterschied. Und dieses Involvement, das ist mir wichtig. Mithilfe von digitalen Medien kann ich eine stark individualisierte Lehre durchführen, also die Studierenden genau da abholen, wo sie stehen. Und ich kann die Schwachen, die schwächere Voraussetzungen haben, fördern, ohne die Stärkeren auszubremsen. Für den Lernenden bringen digitale Medien einen großen Vorteil, dass man in seinem zeitlichen Ablauf flexibler wird. Also viele meiner Studierenden berichten zum Beispiel, dass sie Lehrvideos auf der Zugfahrt in die Vorlesung nochmal anschauen, um dann vorbereitet hier anzukommen. Also jeder, der in der Lehre tätig ist, der weiß ja, dass es manchmal ganz schön schwierig sein kann, die Aufmerksamkeit der Studierenden über einen längeren Zeitraum wachzuhalten. Und da tut es einfach gut, hin und wieder mal das Medium zu wechseln, mal auch die Herangehensweise zu ändern, zu wechseln zwischen Zuhören, Mitdenken, selber was machen. Digitale Medien bringen nur dann einen Mehrwert, wenn sie in ein Gesamtkonzept eingebunden sind. Ich muss mir also von Beginn an überlegen, warum will ich digitale Medien einsetzen, welches Ziel verfolge ich und ist das wirklich das beste Mittel? Abhängig von den Hintergründen würde ich sagen, einfach ausprobieren. Ausprobieren, 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 sich trauen. Ich denke schon, dass viele neue Elemente in die Lehre mit einfließen werden, die wir uns heute vielleicht auch noch gar nicht vorstellen können. Von daher wird sich sicher einiges ändern, aber im Kern, denke ich, wird die Lehre doch auch noch große Ähnlichkeit mit der von heute aufweisen.